In seinen besten Zeiten war das hier mal das Handschuhfach von meinem 1940er Chevy Truck Projekt. Hat wohl die beste Zeit hinter sich. Und es hat ja keiner behauptet, dass man das nicht aus Holz nachbauen kann. Ne? Passt aber leider nicht, weil hier oben haben wir eine Querstrebe drin, hier von der Karosserie. Ich denke, den ersten schiefen Schnitt hier durch die Seitenwand machen wir besser mit der Handkreissäge, mit Schiene. Ich habe jetzt hier hinten nochmal 5 mm mehr Luft dazugegeben, damit ich da auf keinen Fall in Bredouille komme. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Thank you.
Bis jetzt sieht das gut aus. Jetzt muss aber noch hier die Lüftungsabdeckung hier rein. Wollte ich hier noch ein bisschen wegschleifen. An der Stelle kommt hier das Blech vom Armaturenbrett nicht genau in dem Winkel hier an. Deshalb habe ich das jetzt hier ein bisschen hinterschliffen. Und dann ist das nachher mit dem Anschrauben besser, dass da nichts wegknickt. Okay, Leimen, zweiter Versuch. Aber diesmal wissen wir, dass das passt. Da hatte ich das so schön auf Gärung zusammen, damit ich das jetzt wieder stumpf aufeinander klebe hier. Interessiert auch kein Mensch mehr nachher. Geht nur um die Ego. So, dann Dreiecksleistchen rein. Jo, das sieht doch schon ganz gut aus. So, und dass jetzt hier der Deckel nach dem Umbau oben stumpf drauf geleimt ist, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist eh das aufwendigste Handschuhfach im Umkreis von 100 Kilometer aus dem aktuellen Jahr. Fast gut. Außer hier die Streben, die schleifen wir jetzt noch ein bisschen nach. Die habe ich ja hier nur reingesetzt, um die Leimfläche zu vergrößern in der Ecke, damit das nicht irgendwie, wenn man mal was Festes reinwirft, direkt auseinanderplatzt. Ich habe also schon mal drüber nachgedacht, das hier einfach schwarz zu beizen und dann Klarlack zu lackieren. Wäre wahrscheinlich auch schick geworden, aber von dem Pappelsperrholz hier wird kaum eine Maserung entstehen. Und zum Zweiten habe ich hier drin noch gewisse Leimreste, die ich nicht bis in die Pore zurückschleifen kann. Und an der Stelle wird die Beize nicht ziehen. Dann hätte ich da Farbflecken drin, die einfach diese Beize nicht annehmen. Also wären das in dem Fall dann helle Flecken bei der schwarzen Beize. Dann lassen wir sein. Von daher werde ich das jetzt auch mit diesem Polyurethanlack grundieren und später mit dem Autolack einfach schwarz ablackieren. Premiere. Handschuhfach. Ich glaube, ihr seht nichts durch Schlenkrad, aber das reicht ja, wenn ich was sehe. Ich war ja schon mal drin, im Rohzustand. Dann müsst ihr auch wieder reingehen. Ah ja, wir kommen der Sache näher. Hast du was verloren? Wie lang bin ich noch nicht?